ihr Lieben, es ist wieder soweit. Es ist schon wieder Freitag. Also es ist jetzt Freitag und wenn ihr das seht, ist auch schon wieder Freitag. Ihr wisst ja, ich drehe die Videos immer vor. Jetzt habe ich das Kabel hier nicht aus dem Weg gehängt. Es wackelt mal ganz kurz. So, Entschuldigung. Und ja, man muss ja immer ein bisschen vorher anfangen. Und ich hoffe, ihr habt noch nicht genug von Sternen und Weihnachtssachen und so. Und vielleicht noch ein bisschen Lust auf was Geburtstagsmäßiges. Denn ich habe diesmal ein bisschen weniger als die Woche zuvor. Aber dennoch richtig coole Produkte, die heute um 16 Uhr in den Shop ziehen. Und ja, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Denn es gibt. Wir fangen einmal mit dem hier an. Einen richtig coolen, neuen, tollen Cut and Emboss Folder. Ihr habt das ja schon gesehen bei den großen Weihnachtssternen. Die sind mega toll. Ich hätte die auch gerne genommen, aber ich dekoriere zu Hause nicht weihnachtlich, weil es für uns beide hier alleine einfach nicht lohnt. Ja, was heißt nicht lohnt? Also bin ich einfach, ja, wie ich sagen, faul für. Ach, es hat so viele Gründe, warum Weihnachten für mich einfach nicht mehr Weihnachten ist, so wie ich es gerne hätte. Und von daher ist das ganz okay, so wie es ist. Aber ich bastel natürlich gerne für andere. Ja, hätte ich auch die Sterne machen können, aber es war einfach, es war mir einfach ein very bit zu viel. Aber Geburtstage gehen immer. Und dieser Cut in dem Boss Folder von Flavor Art, der ist. A, richtig cool groß und er ist ein Haus, ein Glückwunschhaus, eine Glückwunschhausbox in A5-Format. Also ihr braucht einen A4-Bogen, schneidet den einmal in der Mitte durch und kurbelt euch das Ganze zweimal aus. Komische Geräusche kommen entweder A von meinem Mann, der gerade schnarcht, oder von meinem Kater, der gerade, oder unserem Kater, der gerade auf den anderen Schreibtisch gesprungen ist. Seufzt. Ich habe das schon mal vorausgekurbelt quasi. Also es kommen zum einen natürlich diese tollen Tags hier mit raus. So, diese beiden zeige ich euch einmal. Ich hoffe, ich muss jetzt schon wieder mit Licht drehen. Wir haben es jetzt, keine Ahnung, 19 Uhr oder so. Ich mache das jetzt ganz spontan mit dem Video. Und es ist relativ kühl geworden bei uns. Wir hatten heute Nacht nur 4 Grad. Und ja, die Bautrockner laufen und machen die Wohnung aber gar nicht warm. Also, wir sind vom einen Extrem ins nächste. Ja, aber heizen braucht man Gott sei Dank noch nicht. Und es wird die nächste Woche ja nochmal wärmer. Beziehungsweise, es war jetzt die Woche, in der ihr das jetzt wie das Video seht, ja auch schon wieder ein bisschen wärmer. Und das finde ich total, ich finde diese geprägt. Und das prägt so mega gut. Ich zeige euch das mal mit diesem Haus. Ich zeige euch das hier nochmal eben. Ne? Ihr seht ja hier herzlichste Glückwünsche. Alles Liebe und Gute für dich. Die besten Wünsche und einen tollen Tag. Habe ich zweimal ausgestanzt. Und guckt mal, wie gut man das lesen kann. Das Große sowieso, aber auch diese kleine zarte Schrift prägt so gut, dass man das richtig gut lesen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man das zusammenbaut, aber ich doch, ja, so glaube so ein bisschen schon. Habe ich zweimal ausgestanzt. Ich möchte aber noch vorher, bevor ich das zusammenklebe, das noch mal ein kleines bisschen verschönern. Und ich habe mir noch mal Rub-Ons rausgesucht, weil ich glaube, dass das dafür ganz cool ist, die ich überhaupt noch nicht benutzt habe, die hier schon ziemlich lange rumliegen. Das sind die Scandi-Doodle-Blumen. Und ich hoffe, die funktionieren auch, weil ich habe die leider alle liegend aufeinander gelagert und das soll man eigentlich nicht machen, weil durch den Druck das dann irgendwann sich nicht mehr abrubbeln lässt. Also ich habe schon welche, wo es nicht mehr funktioniert. Und ich bin noch nicht dazu gekommen, ein zweites Regal zu kaufen, um sie anders zu lagern, aber das kommt. Und ich möchte den nicht, aber von diesem möchte ich gerne. Oh, der Schmetterling, der passt ja auch schön zu, ne? Den kann man hier so schön in diesen Kreis rein rubbeln oder hier so ein Libellchen. Ach, diese Riesenblume, ne? Die ist so schön. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht benutzt habe. Egal. Machen wir jetzt. Beziehungsweise machen wir gleich. Ich zeige euch noch mal eben, was ich noch habe. Ne? Also das. Mal ganz kurz an die Seite. Das auch. Ich habe hier noch mal nachbestellt. Die Salbei-Klammern.
salbeifarbenen Klammern. Im Shop gibt es wohl noch andere Farben zu kaufen. Da habe ich letztes Mal nicht drauf geachtet, als die, die ich zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise jetzt die eine Farbe, die mir noch fehlte. Weil ich liebe ja diese Klammern. Ich muss da noch mehr Farben. Ich muss mal wieder nach Assel fahren. Ach ja, fahre ich ja am 23. Aber da ist der Shop zu. Na, ich muss mal gucken. Ich habe noch zwei Stempelsets. Eines ist auch zum Thema Geburtstag. Und jetzt haben wir hier jemand Neues. Was ist das? Anke Weber Design Spuren. Und das Set heißt Runde Geburtstagswünsche. Das sind zwei Stempel in Rund. Und die finde ich total toll, weil die Schriftart wunderschön ist. Jetzt muss ich mal gerade zum Geburtstag. Einen Strauß voller guter Wünsche wäre dieser untere hier. Und der obere ein wunderbares Lebensjahr voller schöner Augenblicke wäre der hier oben. Und die fand ich so schön. Die haben, ich sage euch mal gerade, wie groß die sind. Die haben einen Durchmesser von so, ja, sag mal grob 7 Zentimetern. Ja, 6,5 bis 7. Genau. Und dann habe ich noch etwas Weihnachtliches. Das ist von Heike wieder. Die Pingu-Chaoten. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein bisschen schwer. Also hier habt ihr so einen Haufen Pinguine, die hier so übereinander gestapelt liegen. Und der oberste balanciert auf seinem Pfötchen einen Stern. Dann haben wir hier eine Sprechblase, finde ich so gut. Und dann kann man natürlich diese ganzen Sprüche reinstempeln, die da reinpassen. Wie guten Rutsch. Das ist auf dem Kopf. Feierliche Chaostage, finde ich auch total gut. Obwohl Chaostage hat für mich immer einen anderen Begriff. Ich bin ja gebürtige Hannoveranerin. Und in den 80ern und in den 90ern war es so, dass es in einem Stadtteil in Hannover immer an einem bestimmten Augustwochenende, ich glaube das erste Augustwochenende, immer Randale gab von Punks. Und in diesem einen Jahr, ich glaube, muss in den 90ern gewesen sein. Ja, muss. Und ich war damals schon ehrenamtlich im Katastrophenschutz, hier Sanitätsdienst und so. Ne, ich bin ja so eine Rettungsdiensttante. Natürlich auch die Ehrenamtlichen mit dem Einsatz gewesen, weil im einen Jahr haben die so übelst Randale gemacht und diesen Stadtteil sowas von auseinandergenommen oder einen Teil dieses Stadtteils mit Supermarkt auseinandernehmen und all so eine Sachen. Genau, und dieses Wochenende wurde immer Chaostage genannt. Und wie gesagt, das ist einmal so übelst eskaliert und seitdem gibt es die gar nicht mehr, also zumindest nicht mehr in solchen Ausmaßen. Ja, das erinnert mich immer ein bisschen daran. Aber hat natürlich nichts mit Weihnachten zu tun. Eben mal eben so eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Genau. Weiter geht's. Und einen guten Rutsch. Viel Ho, Ho, Ho und Ha, Ha, Ha. Finde ich natürlich auch so gut. Hier ist nochmal ein Pinguin, der hat so ein kleines Elch- oder Hirschgeweih auf. Ist voll witzig. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Dann haben wir hier nochmal so einen Klecksestempel, ein Herzchen, nochmal ein Frohe Weihnachten, eine Kerze ist hier. Kann man dem Pinguin ja vielleicht dem einen hier noch eine Kerze auf seinen, ja, auf seine, was ist eine Flosse, Flügel, naja, Ärmchen, wie, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und das hier, muss ich sagen, kann ich ohne Brille gar nicht richtig lesen. Eine schöne Zeit mit deinen Lieben. Liebsten. Oder so. Da, der ganz kleine. Passt natürlich auch hier rein. Und so ein Klecksestempel ist sowieso immer gut. Und ja, zum Kolorieren ist auch immer gut. Ja, das waren die drei Sachen, die ich euch heute mitgebracht habe. Und wie gesagt, wir basteln uns jetzt mal dieses Häuschen hier zusammen. Diese Häuserbox. Und ich finde es gut, dass es nicht weihnachtlich ist, sondern dass es mit Geburtstag zu tun hat. Und ich brauche das Falzbein. Ich brauche was Blumiges, was ich hier drauf mache. Ich muss mal gucken. Ich will erstmal. Man muss ja nicht beide Seiten gleich machen, aber diesen kleinen Schmetterling möchte ich da rein haben. Schere wäre auch nicht schlecht, ne? Schneide den mal aus. Und dann kann man ja noch ein paar Spritzer dazu machen und was Farbiges an Nylongarn und Enamel Dots. Da können wir uns ja nochmal eine Farbe aussuchen. Ich weiß, jetzt
Sagt ihr bestimmt ganz viele Farben und ich höre euch nicht. Das ist doof. So, ich nehme mal eben eine Pinzette dazu, damit ich mir das sonst mit meinen groben Pfoten so gerade oder so schräg. Ach, mit diesem neuen Neonlicht ist das ja auch alles irgendwie so. Mach den mal gerade. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das hat schon mal geklappt. Es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen, das ist natürlich, man sieht natürlich, wo man gerubbelt hat auf dem Papier. Finde ich schon ganz hübsch. Und ich finde, hier kann auch, oder hier könnte man auch Designpapier noch hinkleben. Das finde ich sogar noch besser. Und hier machen wir ein Blümchen rein. Was haltet ihr denn davon? Mal eins, was da reinpasst. Hier so eins. Oder so eins. Was ist da rein? Von der Größe. Ja. Die müssen jetzt ja mal benutzt werden hier. Die sind so schön. Man hat immer so viel und man denkt immer nicht dran, was man alles so benutzen könnte, ne? Aber so einfach weißes Papier und mit Rub-Ons und einen Spruch und einfach ein bisschen Deko. Das macht schon so viel her. Jetzt muss ich nur gleich mal überlegen, welches Papier ich dazu nehme. Am besten was aus der Restetüte, ne? Für zwei so eine Quadrate. So, ich muss das mal eben ein bisschen, sonst wird das nichts. Ich hätte auch dieses Holzstäbchen nehmen können, was dabei ist, aber das mache ich irgendwie nie. Ich liebe mein Falzbein. Na, ich glaube, das war nicht fest genug, oder? Doch. Ah. Schön. Da habe ich meine Restetüte. Oh, Moment. Man muss dazu sagen, ich habe viele Restetüten. Ich sammle das immer in so einer Mappe. Und wir haben in letzter Zeit so viel mit Mint und Heide gemacht. Es müsste eigentlich mal eine andere Farbe wieder her, ne? Hellblau zu dem Schwarzen. Nee, ne? Was mit Blümchen, ne? Gelb hatten wir auch erst. Rot möchte ich jetzt nicht. Sonst hätten wir noch Rosa im Angebot. Ja, und dann haben wir das noch, ne? Das ist ja auch immer so schön. Und jetzt brauche ich noch für eine Karte. Das ist auch so schön, ne? Passt das dazu? Lalala.
Lalala. Also ich habe noch mehr Restetüten. Wir können ja noch ein bisschen suchen. Wäre auch schlimm, wenn es ein älteres Papier ist, oder? Nehmt euch mal einen Kaffee, macht es euch gemütlich am Freitagmorgen. Während ich in Wirklichkeit schon auf der Arbeit sitze, wenn ihr das seht. Ja. Nee, ja doch. Ja, vielleicht nicht. Mein letzter Tag vom Urlaub. Also wie gesagt, ich habe mehrere Restetüten. Also seht ihr das mal? So sieht das bei mir aus. Völlig klar. Oh, das ist doch auch schön. Aber es passt wieder nicht zu dem Schwarzen, ne? Das würde ich sagen. Nehmen wir jetzt einfach. Ist auch noch eins von den älteren Papieren, ne? So, da muss ich mal eben messen. Ich habe noch mit euch noch gar nicht gemessen, wie groß die eigentlich ist, ne? Die hat 6,2, also ich würde jetzt sagen 6 mal 7, 2 mal 6 mal 7. Ein bisschen aufzuhübschen. Die Seite nehme ich. Nee, das kommt ja nicht hin, oder? Kommt doch hin. Kommt halt immer so klein vor. Ja, man hätte 6 mal 7,2 machen sollen. Macht aber nichts, geht auch so. So. Kleber. Immer noch nicht aufgefüllt. Hier auf dem Dach könnte man auch noch was machen, aber das lasse ich so. Vielleicht noch eine Öse zum Öffnen, oder? So, jetzt einmal eben durch. Falzen, das Ganze. Also das finde ich also wirklich richtig cool. Ja, ich muss sagen, es sind nur noch ab jetzt, wo ich jetzt hier gerade hier so sitze, wenn ihr das seht, wieder eine Woche weniger. Ist blöd, ich sag das immer, aber es ist ja eigentlich logisch, oder? Also ist das schlimm, wenn ich das jedes Mal dazu sage? Also für mich jetzt aktuell ist Zeit für euch eine Woche, für mich jetzt 2 Wochen bis zu dem Kopf. Und ja, so langsam steigt doch die Aufregung. Und ich bin gefragt worden in einer Kommentare in meinen letzten Videos, letztes oder vorletztes, ob ich quasi euch ein bisschen mitnehme beim Crop, das heißt videotechnisch. Jetzt ist es ja so, dass wir da 36 Teilnehmerinnen haben und ich kann gerne die Ladies fragen, ob sie was dagegen haben, wenn ich mal so Filmsequenzen aufnehme, wenn ich denn dazu komme, um einfach euch mal so ein bisschen da ja dran teilhaben lassen zu können, wie das denn
denn so abläuft. Vielleicht mache ich das so ein bisschen als, Vlog. Das wäre schon eine coole Idee. Wollte ich schon öfter mal machen, aber habe ich immer wieder bei irgendwelchen Sachen vergessen. Also ich habe das jetzt einmal so zusammengeklebt. Jetzt so. Also ich baue das jetzt auch gerade zum ersten Mal zusammen mit euch. Dann klappt ihr euch das erstmal so rum. Und da das ja eine Box zum Befüllen ist, also man kann sie befüllen, man kann das aber auch lassen. Ich hätte da jetzt mehrere Ideen für. Ihr könnt natürlich auch hier euch nochmal ein Rechteck ausstanzen, ein Quadrat, Rechteck, ein Kreis oder whatever. Auf der Seite auch. Könnt das mit Transparentpapier hinterlegen. Und dann ein Teelicht reinstellen. Kann man doch zum Geburtstag auch verschenken. So, und jetzt würde ich das theoretisch so machen, dass ich das so zusammenklebe. Auf einer Seite zusammenklebe und auf der anderen das zum Stecken mache. So. Ne? Oh, es hält auch so. Ja, doch eine Seite zukleben, oder? Es reicht doch, wenn man an die Sachen so rankommt. Aber erstmal den Boden. Jetzt muss ich mir noch aussuchen, welche Seite ich vorne haben möchte. Die mit dem Schmetterling oder die mit der Blume. Kann man nicht entscheiden. Ich glaube, da, weil das hier so ein bisschen zerschrubbelt ist, dann möchte ich das vorne haben. Das heißt, ich mache mir erstmal die Seitenteile rein. Dann klebe ich mir erst den hinteren Teil nach vorne. Obwohl, das ist ja eh so gerade so knapp auf. Oh, das geht genauso Kante an Kante hier. Dann haltet euch das erstmal so ein bisschen. Das ist ein bisschen. Wenn ihr das jetzt sehen könnt, ne? Also für die Katzenbesitzerinnen oder Besitzer unter euch lecken eure Katzen auch immer am Plastik. Entschuldige, Oskar. Ich mache das immer, um mich zu ärgern. Weil er möchte Aufmerksamkeit. Die kann ich ihm aber nicht geben, weil ich ja gerade mit euch hier am Werken bin, Oskar. Das musst du aber schon mal sagen. Du darfst gerne zugucken von der Seite. Ja, ich weiß. Frauchen die ganze Woche unterwegs, immer lange, ne? Pärchen auch. Und dann kommen wir nach Hause und sind mit anderen Sachen beschäftigt. Ja. Wir haben das heute mal versucht mit dem Lottogewinn. Mal gucken. Ob es ja nächste Woche Freitag noch ein neues Video gibt oder nicht. Ich würde nie aufhören zu basteln. Im Gegenteil. Ich würde das dann, ich glaube, noch exzessiver machen als je zuvor. Nämlich auch quasi hauptberuflich auf eigene Kosten. Also mein Job ist okay. Meine Kollegin mag ich auch. Aber das mag ich lieber. Zu wenig Kleber drauf gemacht. So schön Kante auf Kante. Ich halte das erstmal kurz fest. Kann man sich das noch mal ein bisschen so hinlegen und ein bisschen mit dem Falzbein feststreichen. Rechts und links. Und dann würde ich das jetzt hier als Öffnung lassen. So dahinter geklemmt. So, damit man das dann auch so hinterschieben kann. Ach, ich kann super erklären, ne? Oh, konnte ich noch nie. Und dann hält das nämlich. Dann ist das hier die Öffnung. Oh, das finde ich. Das mag ich. So, jetzt machen wir noch ein bisschen das Übliche, ne? Nylongarn, Enamel Dots, hier noch so ein Schildchen dran. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen groß, obwohl wenn man das so an die Seite bammelt, geht das auch. Doch, das muss noch mit dran.
Jetzt suchen wir nur was farblich passendes an Nylongarn. Ich würde in so einen lila-Ton gehen. Pastellflieder passt, glaube ich, ganz gut dazu. Und ich weiß nicht, mag das passt so ein bisschen passt dazu. So, das. Ein paar Spritzis. Ist das von den neuen? Nee. Bums. Von den alten Farben. Das. Oder? Ein kleines bisschen. Ich fange ja auch noch an zu singen, ne? Schrecklich. Aber ich freue mich, dass Wochenende ist. Mal die Seite und einmal die Seite trocknen lassen. So, das ist die Seite, die geöffnet wird. Das heißt, ich würde das da drunter klemmen. Ein Bild. Oh Gott. So. So. Bleibst du da? Klemme ich das da wieder drunter. Mach das wieder zu, damit das nicht verrutscht. Hier noch dran. So, ich mache dann noch mal wieder einen Knoten. Und dann eine Schleife. Und habe die Seiten natürlich nicht gleich lang gemacht. So. Schon mal schicki. Jetzt noch ein paar Enamel Dots. Farblich passende. Oh ja, hier, wir nehmen gleich hier Sommerbeere. Ist doch Sommerbeere, ne? Nee, Herbst. Oh. Verzeihung. Herbstbeere. Passt ja wohl richtig gut dazu. Oh, ich glaube. Unsere Vermieterin unten kocht gerade was. Das sieht immer durchs Treppenhaus bei uns in die Butze. Oh. Oh, ich weiß nicht.
Das ist auch, guck mal, ich glaube, wir nehmen mal hier diese matten Herzen, oder? Sind die nicht süß? Sind die nicht süß? Daneben. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Wärme lag, aber ich habe es momentan so, diese neuen Enamel Dots, die neuen Farben, ne, die Masse, die ich euch gezeigt habe, und Sabrina hat das in ihrem Video heute auch erwähnt, also in dem Video von der Woche davor, dass die Enamel Dots nicht so richtig halten. Und ich habe das Problem auch. Bei ganz vielen Sachen fallen die wieder ab. Wie gesagt, jetzt weiß ich nicht, ob das an der Klebkraft der Dinger liegt oder dass sie einfach zu warm gelagert sind, gewesen sind. Ich weiß es nicht. Und hier unten noch ein Pünktchen. Weil das ist schon schade, wenn man die Sachen dann verschenkt oder man hat vielleicht mal einen Auftrag, hier wo man das macht und das klebt einfach nicht. Oder es klebt für den Moment, dann gibt man es ab und kriegt vielleicht noch ein paar Euros dafür und dann fallen die Dinge ab. Das war schon ziemlich warm. Bei mir im Zimmer ging das, aber das ist der kühlste Raum hier in der Wohnung. Auch mit den Heizlüftern. Und jetzt extra ankleben. Nutzt nichts. Andere Seite auch. Das jetzt einfach so. Das finde ich schon irgendwie. Oh, zack. Hier, selbst die halten nicht mehr auf der Folie hier. Schon ein bisschen schade. Ich glaube, das ist ganz groß genommen. So. Ich denke mal, das reicht, ne? Sorgen. Habe ich euch die ersten Produkte gezeigt, also meine Produkte gezeigt. Und es gibt noch eine kleine Inspiration dazu und gerade zu dieser Häuserbox und die ist echt. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Wie gesagt, was ihr hier macht, ne, ob ihr Papier drauf macht, hier oben auch, oder ob ihr das ganz weglasst, oder das ist euch selbst überlassen. Das wäre jetzt meine spontane Idee dazu. Und dann wünsche ich euch jetzt ein super schönes Wochenende, wie immer. Bleibt kreativ, bleibt gesund und munter. Und ich freue mich wieder auf eure super, super süßen, lieben Kommentare. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich sie beantworten kann. Oder ich will sie beantworten, weil ich zu Hause noch was gucken möchte und dann vergesse ich es und dann dauert es ein paar Tage. Ich finde sie dann immer noch. Aber ja, nehmt es mir nicht krumm. Manchmal wird es einfach zeitlich knapp. Aber ich beantworte eigentlich immer alles. Deswegen heute ohne Pleiten, Pech und Pannen. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Macht es gut, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.